Hier ist auch schon wieder so eine Kugel. Was? Komm schon. Tada! Ich habe ein Rätsel gelöst. Ein Gasfeuerzeug. Ein feines Metallfeuerzeug mit einem schönen Relief und Jade. Inkrustationen. Okay. Eine leere Teetasse. Oh, mit Vögelchen drauf. Ist ja hübsch. Dann haben wir die passende Kanne dazu. Valentine. Es scheint, dass einer der weiblichen Zwillinge einen jungen Verehrer hatte. Okay. Das ist aber kein Steifteddy. Der hat keinen Knopf im Ohr. Okay. Bei der Uhr fehlt auch ein Zeiger. Aber das prangert er gar nicht an. Okay, hier sind also die Zwillinge untergebracht gewesen. Es gab also Zwillinge. Hauptschlafzimmer. Badezimmer und Wandschrank konnte ich jetzt anscheinend nicht betreten. Oh! Er trägt jetzt eine grüne Uniform. Kann ich? Ein Schnurrbart. Hohe Stiefel. Aha. Chemische Batterie. Ein modernes Gerät, das elektrische Energie speichert. Gut, das brauche ich in der Bibliothek. Und wieder diese Kugeln. Ich glaube, am Ende, wenn ich hier durch bin, gebe ich mir auch die Kugel. Nicoles Zimmer. Verschlossen. Aber da ist ein Zug dran. Warte. Und hier dürfen wir sogar ins Bad. Oh, was für edles Porzellan. Schade, ich kann nicht an der Schnur ziehen. Kind ist auch nicht tablettenabhängig? Das glaube ich nicht. Unrealistisch. Von da sind wir gekommen. Urkrier. Was haben wir? Ich mag dieses Wort nicht. Jedes Mal, wenn mein Vater es schreit, lässt er uns mehr Medikamente mit einem seltsamen Geschmack einnehmen, der mich seltsam fühlen lässt. Besonders das jüngste Rote. Ich möchte es nie wieder nehmen. Ich mag dieses Wort nicht. Ja, du kommst wahrscheinlich dahin und du da. Eureka! Nachdem die Blöcke mit diesem Wort verstellt worden waren, wurden sie an dieser Position fixiert. Warte mal. Ja, das eine E kann ich nicht wirklich erkennen, weil es zu hell ist auf dem Monitor mit dem Foto machen, aber egal. Ah, ist das der Bub? Haben wir noch mehr Kinderspielzeug? Okay, ich muss schon mal nicht Klavier spielen. Eine Schuft-Schuft-Bahn. Zeichnung. Da sind die Zwillinge. Das ist der Junge, der hier in dem Zimmer lebt. Papa und Mama. Und er sieht ziemlich unglücklich aus. Und da fährt ein Zug. Will ich wissen, was das für rote Punkte da drauf sind?
Geisterstadt. Okay. Leer. Tom and the Nutty Pig. Okay. Ah. Once upon a time, after a winter long was cold, summer finally arrived, making quite happy little Tom. Early in the morning, little Tom woke up to be carefully dressed by his loving mom. Be careful while playing, the mother warned her son. Don't get dirty out there, 'cause you surely know your mother worked... your mother worked has, so please play slow. Take this wet shiny apple, the mother told Tom, while she fixing was the crimson's red bow tie of the handsome little boy. But Tom didn't notice what was hidden nearby because he was absorbed looking at his nice tie. Back from the bushes, Pelicky Pig jumps off, stealing as fast as it could the delicious apple as the boy felt scoff. Tom ran very angry after the Nutty Pig through the still wet streets of filthy puddles full. Not a minute has passed since the struggle started on, both of them fighting hard over the shiny red fruit. After a long equal fight, it was finally won by the one of the two who was clearly more strong. Tom had to be birthed sooner than he thought, while the mean Nutty Pig was far happy enjoying the apple down its own throat. The things a mother deal while raising his son, but I cannot be mad because I love him a lot. Okay. Eine süße kleine Geschichte. Wieder zumachen. Das ist auf jeden Fall auch ein Bild, das ich meinem Kind ins Zimmer stellen würde, wie dem Mann, wie die Frau dem Mann die Schuhe putzt. Okay, also Eureka. Eine Batterie haben wir auch schon. Dann gehe ich mal in die Bibliothek wieder zurück. Und zur Schreibmaschine. Nein, wo ging es runter? Wo ging es raus? So. Ging es hier raus? Ging es raus. So. Erstmal zur Schreibmaschine. Die war hier. Aber ich brauche bestimmt noch Papier, oder? Oh, 7,45. Okay. Der Blick dieses alten Mannes scheint etwas zu verbergen. Ja, was du nicht sagst. 7,45. Das fotografiere ich mir mal. Es ist gesperrt. Suchen Sie nach Hinweisen, die Ihren Verstand erhellen können, um den Schlüssel zum Safe zu finden. Die Ihren Verstand erhellen können. What? Batterie. So, erhellen wir mein... Wow. So, warte, und jetzt muss ich bestimmt hoch. Ja, jetzt muss ich hoch. Jetzt muss ich hoch. Und dann muss ich hier rüber. Und dann muss ich hier stehen. Und dann sehe ich die Kombination. Neuer Journaleintrag. Was, wir haben auch noch ein Journal? Zum Öffnen J drücken. Ach. Ja, danke, Spiel. Das ist ja freundlich. So, wo brauchte ich die Symbole? Das war wieder im Arbeitszimmer, ne? Kann ich das pinke Licht ausmachen wieder? Das ist ja... Ah, danke. War das hier? Nein? Hier. Warte. Das ist... Erst das.
Dann das. Dann das, was hier daneben schon ist. Dann so ein sicherliches. Und das da. Progress! Das Ganze ohne Hilfe. Was ist das? The Monocular. Drücke F zum Ausrüsten, entferne des Monokulars. Jetzt ausprobieren. Was ist ein Monokular? Aha. Das Monokel enthüllt die Route einer Expedition, die auf Solomon Island begann, durch Kuba fortgesetzt wurde, nach Großbritannien zurückkehrte und in Madagaskar endete. Warte. Solomon Island. Das muss ich mir aufschreiben. Solomon Island. Kuba. Großbritannien. Und Madagaskar. Und dann mache ich mir ein Bild davon. Aber auf dem Bild kann ich die Dings nicht lesen. Kann ich das auch wieder absetzen? Danke. Also. Solomon Island müsste hier irgendwo dann sein, oder? Ist das hier Japan? Nee. Warte mal. Was ist das da? Holland? Das muss hier daneben sein eigentlich, aber es ist gar nicht eingezeichnet. Ha. Dann geht's nach Kuba, ja? Es ist Afrika. Huch. Kuba ist... hier angeblich. Dann nach Großbritannien? Ist es das hier? Nee. Doch. Ich weiß nicht, ob ich ranzoomen muss. Ich mach's jetzt einfach mal. Und dann wieder zurück nach Madagaskar. Was das hier sein müsste. Ha. Bringt mal nichts, wenn ich das aufsetze. Gut, keine Ahnung. Eureka haben wir gemacht. Hier brauche ich irgendwas dafür. 7.45 Uhr. Dieses Monokular kann ich aber auch noch woanders verwenden. Ne? Das ist jetzt nicht nur für das da. Wenn ich mir zum Beispiel mal den Herren des Hauses damit angucke, ist wahrscheinlich alles okay. Ja. Gut, dann weiß ich nicht, was ich hier unten noch machen soll. Ach, guck mal, die Weltkarte hat er sich auch aufgemalt. Die irgendwie viel besser aussieht als das, was ich mir fotografiert habe. Ich mach mal nochmal ein Foto. Und dann versuchen wir es nochmal. Damit erkenne ich das ja gleich viel besser. Hab ich gar nicht mitbekommen, dass der ein Bild gemacht hat davon. Mal rein da.
So. Solomon Island ist das hier? Ich weiß es irgendwie immer noch nicht so genau. Eigentlich. Dann segeln wir. Nein. Wir segeln hoch und wir segeln da lang und wir segeln nach Kuba. Dann segeln wir und segeln bis nach Großbritannien. Oh, ich war auf der falschen Insel, also. Okay. Dann segeln wir weiter. Und wir segeln und wir segeln bis nach Madagaskar. Ich weiß nicht so recht, was ich hier machen soll. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Ich habe ja eh nicht mehr so viel Zeit. Gehen nochmal hoch, gucken uns da um. Ob wir da noch irgendwas auf die Schnelle gelöst kriegen. So, hier drüben ging es rein, ne? Ja. Da waren wir. Da waren wir. Hier waren wir noch nicht. Na, was zu lesen. Sehr geehrte Frau Thomas, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Position als Haushälterin der Villa. Ich verstehe, dass der Weg durch dieses alte Herrenhaus anfangs überwältigend sein kann. Deshalb habe ich diesen Brief zusammengestellt, um Ihnen bei der Orientierung zu helfen. Das ist der Schlüssel zum Ballsaal. Dies ist der Schlüssel zum Westflügel des Herrenhauses, Musikbereich Zeichnen und Räume. Und schließlich ist dies der Service-Schlüssel. Verwenden Sie ihn, um den Servicebereich, braune Tapete und das Esszimmer zu betreten. Jerome Grooves Herrenhaus, Butler. Okay. Huch, nein. Mach zu. Oha. Erstmal hier. Was zu lesen. Die Königliche Akademie der Künste. Ablehnungsschreiben. Sehr geehrte Frau Katharina, wir an der Royal Academy of Arts sind sehr dankbar für das Interesse an unseren angehenden Studenten, diese Institution zu betreten. Leider müssen wir Ihnen bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass Sie die Erwartungen oder künstlerischen Anforderungen, die für die Aufnahme erforderlich sind, nicht erfüllen in unserer renommierten Akademie. Kunst ist stille Poesie. Wieder so eine Kugel. Diese Kugeln, ne? Ah, sieht nicht sehr begeistert aus. Oh mein Gott. Muss ich die Kugel rauskriegen? Na. Doch, ich muss hier außen lang. Upsala. Nice. Ah, ein Schlüssel. Für den Ballsaal. Ein langer und eleganter goldener Schlüssel. Ja, sehr schön. Oh Gott. Hochzeitsmarsch. Richard Wagner. Er schaut auf das Klavier, wird in der Partitur notiert. Er schaut auf das Klavier. Hier schaut keiner auf das Klavier. Wow, ich kann durch geschlossene Schubladen jetzt schon gucken.
Gemalt in Blut. Okay. Das Mysterium geht weiter. Nach mehr als 3 Jahren Untersuchung sind die Fälle von Vermissten noch nicht aufgeklärt. Hadley Strange, Gründungseigentümer der nahegelegenen Eisenbahngesellschaft, bedauert die Ereignisse und äußert seine Besorgnis. Okay. Von diesem Gemälde... Oh, Art Student. Inspect the Family Portrait. Errungenschaft. Von diesem Gemälde geht ein starker Farbgeruch aus. Anscheinend wurde es erst kürzlich fertiggestellt. Okay. Eine Mischpalette, mit der wir nichts machen können, außer angucken. Und was haben wir hier? Loftleader. Das Kurbelrad fehlt. Diese Rahmen im Rahmen? Dann kauf doch einfach gleich einen richtigen Rahmen von der, also den richtigen Rahmen von der Größe her. Von der anderen Seite. Meh. Okay, wir haben Schlüssel für den Ballsaal. Der war unten, ne? Ja, nice. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Weil ich hier ja so schön hin und her renne gerne. Doch, hier lang. Nicht da lang. Nein. Hier. Die kann ich nicht öffnen? Schweinerei. Oh Gott, schon wieder Bücher zum Schieben. Ah, Danse Macabre. Tanz des Todes. Eine Lupe. Was auch immer das für Fläschchen sind. Und ein Stofftuch oder so. Ja, ich habe dafür keinen Hinweis. Ich könnte jetzt natürlich einfach rumhantieren, aber das tue ich jetzt nicht. Wow. Was? Würde ich jetzt mit Cam aufnehmen, hättet ihr mich gerade verwundert, mit offenem Mund sitzen sehen. Dieses Monokel wird Ihnen helfen, Dinge so zu sehen, wie ich sie gesehen habe, damit Sie meine Art, die Welt zu sehen, besser verstehen. Dazu habe ich einige Nachrichten für Sie hinterlassen. Mein persönlicher Stempel hilft Ihnen beim Auffinden. Mr. Strange. Mr. Strange? Vitae Cyclum. Kreislauf des Lebens. Samen, Pflanze, Baum, Baum stirbt. Ja. Ein Platz um die... Okay, wir haben also insgesamt Minimum 3 Zylinder, ja? Ja, interagieren. Oh. Okay, ich wusste nicht, dass das die Musik unterbricht. Samenspross. 1, 2, 3, 4. Samenspross. Baum und quasi tot. Also den Tod habe ich hier mindestens 2-mal, glaube ich. Wir hier irgendwo. Das wäre der Spross, oder? Wir haben hier aber nirgendwo eine. Doch hier. Eine Schwangere. Der Spross. Dann das. Und der Tod.
nicht. Hätte jetzt aber Sinn gemacht. Wahnsinn ist ja dasselbe, immer zu wiederholen und zu erwarten, dass was anderes passiert. Vielleicht hatte ich noch ein falsches Bild irgendwie mit drin in der Reihe. Aber da der Spross quasi, ne, wenn wir jetzt mal bei dem Schaubild bleiben, hier ein kleines Mädchen ist, muss es doch dann eigentlich die junge Frau sein. Und nicht der alte Knacker da. Ach, ja, sie, okay. Noch ein Phonographenzylinder. Okay, wir hören uns erstmal den ersten jetzt dann vernünftig an. So, mach das. Okay, ich glaube, das war's. Dann machen wir mal mit dem da weiter. Den da. Ich glaube, da läuft einfach nur Musik. Wir gucken mal weiter. Tür ist verschlossen. Das Schloss ähnelt einer Harfe. Ich habe nur noch ein Feuerzeug. Toll. Toll! Wie man hier immer nur so stückchenweise weiterkommt. Komme ich hier lang? Also wieder hoch. So, da. Hier. Ich muss wahrscheinlich den Globus machen, ne? Ich komme hier ja nicht weiter. Von der anderen Seite. Was ist denn auf der anderen Seite? Die Nähstube.
Ah, das hier ist das Familienzimmer. So, und das ist das Schlafzimmer. Hä? Achso, das Hauptschlafzimmer ist da drüben. Komm ich da hin? Wow. Bin ich noch gar nicht lang gegangen, ne? Okay, nein, komme ich nicht hin. Dann ist das, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um erstmal die Aufnahme hier zu beenden. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich hoffe, ich habe morgen Zeit zum Weiterspielen. Und dann habe ich hoffentlich auch noch nicht zu viel vergessen von dem, was ich machen muss. Wir müssen den Globus lösen. Ich muss das wahrscheinlich akkurat abfahren auf dem Globus. Ich platziere mich einfach schon mal hier, damit ich das weiß. Irgendwas können wir auch noch in der Bibliothek machen. Ich weiß aber nicht, was. Mit den Büchern. Und wir haben den Globus. Haben wir sonst noch was aktuell offen? Außer Dinger, wo wir Sachen brauchen erst noch? Nee. Guti. Dann gucke ich beim nächsten Mal erstmal, ob ich den Globus gelöst kriege. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierher. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und Folge wieder, wenn es heißt The Inheritance of Crimson Manor. Ciao!